Ja, hallo und herzlich willkommen zu Lost City. Wir sind live. Ja, wir machen mal weiter. Okay. Also, wir sind in Living Rock und haben noch eine ganze Menge in der Pyramide zu erledigen und überhaupt. Aber vorher wollten wir mal gucken, was wir hier noch an Skillpoints verteilen können. Ach, ja. Also, du... Evasion brauchst du nicht, du kriegst doch ein Critical. Du könntest vom Prinzip... Athletics, geben wir dir Accuracy. Du brauchst nun sogar absolut gar nichts mehr. Wenn wir noch drei Dinge kriegen, drei Punkte, weil das... You can throw weapons from both hands with one action. Das ist nicht so ein großer... Wie ist das eigentlich? Testen wir das mal irgendwo. Ja, stimmt. Die sind dann beide auf Cooldown. Okay. Trotzdem, ich hab's ganz gerne, wenn ich nur eins werfe. Ich habe aber das Gefühl, ich verliere dann den Überblick, was ich wohin werfe. Also fange ich bei dir mit Dodge an, in der Hoffnung, dass wir noch drei Punkte kriegen. Ja. Yep. So, du hast schon Dodge 3. Oh Gott, das ist Schock, ja. Schön, Dodge Boss nicht mehr. Earth Magic brauchen wir ja auch nicht. Wie viel hast du denn? Es ist Schock und Poison. Du bist noch nicht vollständig immun gegen alles. Okay, also. Armor brauchst du nicht. Light Weapons brauchst du nicht. Throwing brauchst du nicht. Firearms brauchst du nicht. Critical brauchst du nicht, da du keine Waffe hast. QC brauchst du nicht, da du keine Waffe hast. Armor Boss. Magic. Okay. So, und jetzt haben wir immer noch Dinger über hier. Du hast noch einen Tome of Knowledge. Und du hast noch einen Tome of Knowledge. Deins wollte ich behalten. Ich meine, wir sind so weit im Spiel. Wo sind wir denn jetzt? Mal gucken. Es fehlen immer noch drei Level, interessant. Ja, wir sind schon relativ weit, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass noch viel passieren wird, zaubermäßig. Und ich meine, das Einzige wäre dann noch Earth Magic 5. Aber ich meine, du brauchst nun wirklich erstmal nichts. Ne? Ich meine, Athletics, ja. Hast du Trageprobleme? Eigentlich nicht. So, und dann... Machen wir das auch. Und dann hast du jetzt so auch Uncanny Speed. Und das sollte es jetzt gewesen sein. Okay, das reicht. So, also wir haben den Snake Pits noch zu arbeiten. Dann ging's. Wieso? Wo ist.
Ach, weil da. Ah, weil ich hier. Ah, weil dann. Weil ich, wenn ich hier hinklicke und auf der Karte darunter da irgendwie ein Eintrag ist, dann nimmt das Spiel den Klick als. Also das hier ist, da klickt man quasi durch. Das ist quasi ein Overlay und es wird quasi beides gewertet. Also wenn wir da hingehen, würde er beides. Nee? Okay. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist ja auch egal. Wir wollen da noch runter. Gott, da haben wir auch noch so viel. Da haben wir auch noch so viel. Wahrscheinlich nichts. Das ist richtig. Da dürfte wahrscheinlich nichts sein. Shrine of Balance. Balance haben wir noch nicht. Und irgendwo das hier haben wir noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Schon genannt. Flüssigmetallschleim. Wir haben, glaube ich, hier hatte ich noch irgendwo eine Frage. Das hier. Das will ich mir jetzt nochmal angucken, bevor ich das wieder vergesse. Da ist definitiv was, aber ich weiß nicht was. Also hier ist eine Brücke eingezeichnet, die ich nie gesehen habe. Hier ist irgendwas und hier ist irgendwas. Also da muss irgendwas sein. Deswegen gehen wir da jetzt mal hin und wenn ich mir merke, wie wir da hinkommen, können wir da auch hingehen. Das war wo? Jetzt doof da. Sunken City, da kommen wir am besten hin. Wie kann man da? Da. Ja, ich glaube da. Und das ist Merklins. Und Merklins hat einen Teleporter. Okay, dann können wir da. Ja, fangen wir damit mal an. So. Die Merklins waren hier. Ups. Okay. So, Dalle. Wir wollen aber nach da. Genau, und dann wollen wir. Okay, hier ist das. Mal gucken. Da ist eine Leiter. Moment, wie kann da eine Leiter? Ich würde jetzt gern so schräg schießen, das geht aber leider nicht. Yep, da ist definitiv was. Und zwar ungefähr hier. Hm.
Schönen guten Abend, Mr. McDonting. Ich meine, das ist erleuchtet. Das ist da, nur da kommen wir doch nicht hin. So, was haben wir hier? Wenn wir hier mal hoch... Ja, da ist eine Brücke. Okay. Okay. Ja, ja. Wasser in den Lungen ist alles nicht so schlimm. Gesundes Wasser. Schönen guten Abend, Master Luck. Also, wenn das... Nein. Okay, fehlt, ist es hier. Er ist zu weit weg. Ja, das wäre schön, wenn man das könnte. Aber wir leben in einer rechtwinkligen Welt. Hey, ich habe Water Breathing ans Spiel. Sei mal nicht so pingelig. Da muss irgendwas sein, verdammt nochmal. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieso sehe ich das von hier nicht? Weil es... Ah, hier kann ich... Ah, shit, hier kann ich es nicht machen. Ah, die sind hier im Wasser. Deswegen sehe ich die nicht. Da könnten Pressure Plates drauf sein. Ich meine, das würde mir das Spiel nicht anzeigen, weil die von den... Ja, ja. Da könnten Pressure Plates drauf sein. Und ich kann im Wasser nicht schießen, das heißt, ich muss von hier schießen. Und zwar so, dass... Ne, hier. So, dafür haben wir ja die Dinger. Okay, da war keine. Ich höre zumindest nichts. Schade. Moment. Ich habe es nicht gehört, weil es im Wasser war. Okay. Hier war also was. Secret! Tada! Tomb of Fire. Resist Fire, 86. Du hast viel, du hast viel, du dürftest nicht so viel haben und du hast sowieso 100, dann kriegst du das. Guten Abend, Shinobi. Potion of Resurrection. Wer hat die? Hast du die? Ja. Aha. Ja, Pressure Plate. Okay, jetzt stellt sich die Frage, ist da auch was? Wahrscheinlich ist nur hier eine. Aber ich kann ja da auch nicht hingucken. Wieso ist da noch ein Brückending?
Weil hier noch eine Brücke ist. Hier können wir das wieder mitnehmen. Oh, es waren zwei Pressure Plates. Okay. Nett Spiel, nett. Also Pressure Plates unter Wasser zu verstecken, also auf einer Ebene, die unter Wasser liegt, zu verstecken, nette Idee. Okay, haben wir das erledigt. Was haben wir noch zu tun? Ich glaube, erstmal so ohne weiteres nichts, was mir auf Anhieb einfällt. Zumindest wo ich... Also hier ist wahrscheinlich nichts. Das können wir noch nicht. Hier habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich meine, da komme ich nicht mal in die Nähe von. Also... Oder hier? Ne. Okay. Aber das ist so weit ab vom Schuss, das machen wir ganz am Ende. Wir werden ja mit Sicherheit nicht alle Secrets beim ersten Mal. Ah, okay. Wir werden ja bestimmt nicht alle Secrets auf einmal finden. Werde ich ja bestimmt am Ende, wenn ich glaube, das Spiel durchzuhaben und es noch nicht 100 sind, nochmal eine Secret-Suche angehen müssen. Und dann können wir uns spätestens dann ja da um dieses mysteriöse Ding kümmern. So, dann geht's jetzt also raus. Wie kommen wir hier am besten raus? Keine Ahnung. Am besten so, wie wir reingekommen sind. Das war hier. Hier. Lauf doch nicht an der Leiter vorbei, Kinders. Wo ist die Treppe? Da. Oh, der ist aber langsam regenerierend. Wie komme ich hier raus? Da. Natürlich auf der anderen Seite. So richtig perfekt funktioniert der... Achso, das ist einfach ab... Nee. Also richtig perfekt funktioniert der Dings nicht, der Water Breathing Spell. So, jetzt kommen wir hier irgendwie rüber. Gott, ist das ein unpraktisches Gelände hier. Müssen wir hier lang? Hier... Wie kommt... Oh Gott, wie kommen wir... Wo ist denn das Windgate? Da. Ist nirgendwo eine Leiter? Was ist denn das für ein Bullshit? Wo ist denn... Da. Okay. Aber immerhin, wir haben ein Secret gefunden. Wollen wir mal so tun, als ob das diesen langen Weg wert ist. Okay. So. Wir speichern und gehen. Wo gehen wir hin? Pyramide. Nee. Okay. Also, Sacrificial Chamber haben wir noch nicht. Carry, das haben wir aber gesehen. Hier war doch irgendwas Harmloses. Naja, das muss auch noch machen. Ah ja, und wir hatten das Problem, dass uns ein bisschen die Schlüssel ausgegangen waren, ne? Wie war denn da die Lage?
Wir haben noch zwei. Ein bisschen vorsichtig sein. Also, wir haben noch ein Schloss mit Skull Key. Zweites. Drittes. Mhm. Okay, also, wenn wir das jetzt in der falschen Reihenfolge machen, wäre das doof. Hier ist kein Dings. Okay, Snake Game war das, glaube ich. Ja. Naja. Okay, Reset-Schalt. Okay, wieso Snake Game? Hallo, du. Na? Ja, ist ja alles sehr putzig. Steine auf Platten schieben, mein liebstes Minigame. Wollen wir uns erstmal vergegenwärtigen, wo wir hier sind. Da haben wir einen Schlüssel. Das könnte ein Skull Key sein. Und wir kommen hier auch nicht mehr raus. Das ist ja auch freundlich. Okay. Ja, das ist ja herzallerliebst. Also löse das Schieberätsel oder Sokoban or Death. Das ist ja auch freundlich. Okay, haben wir alles? Okay, dann wollen wir mal gucken. Wir haben hier, da, 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 da und da. So. Und was haben die Schlangen mit dem Ganzen? Ja, da wird, geht wahrscheinlich jedes Mal so ein Ding auf, wenn wir irgendwas... Obwohl, die aktivieren doch erst irgendwas, wenn alle drauf sind, oder? Ja, mal schauen. Also, wir haben eins, zwei... Also, wir müssten sechs haben von den Klopsen hier. Drei. Vier, fünf, sechs. Okay. Ja. Oder wahrscheinlich, ehrlich gesagt, Sokoban 25. Spielidee ist ja so allgegenwärtig, dass ich die sogar schon mal in einem Pen and Paper AD&T-Abenteuer verwendet habe. Kisten schieben ist immer gut. Auch wenn das hier Steine sind. Aber wollen wir nicht so kleinlich sein. So, wir wollen... Oh Gott. Also wir können... Wo stehen denn die anderen, die wir schieben müssen? Wir haben hier einen, da einen, also da einen und da einen. Hier einen und hier einen. Yep, ging mir genauso. Also bei dem originalen Sokoban habe ich, glaube ich, nicht mehr als, was ich, ja, Handvoll... Level geschafft. So, jetzt sind wir hier. Da haben wir da drei. Muss ja alles hier seine Ordnung haben. So. Und wo ist der letzte? Ist da. Da. Okay. Okay. Ich nehme an, Bilder von besonders schönen Kisten. Weil alles andere wäre ja schwer zu begründen thematisch. genau.
Okay, also wir wollen... Ich glaube, das löse ich besser hier auf der Karte als... Aber was noch besser wäre, wenn wir das irgendwo lösen könnten, wo wir nicht dieses die ganze Zeit hören. Das geht mir nämlich... Das macht diese Rätsel nämlich... Es ist zumindest leiser. Schwieriger als nötig. Meine, klar, ich könnte den Sound ausschalten, ja. Also... Wir müssen ja immer dahinter treten, um das Ding schieben zu können. Aus irgendeinem Grund können wir ja nicht ziehen. Haben wir nie gelernt und ist keiner mehr im Leben hier in der Welt, der uns das beibringen kann. Also wenn wir... Also der ist als erst, der muss ja erstmal irgendwie weg. Der blockiert da ja alles. Weil ich würde sagen, die drei kommen zuletzt, wenn der hier weg wäre... Der weg wäre, könnten wir den. Die drei, sagen wir mal, die drei dahin. Das gäbe ja einen gewissen Sinn. Den können wir nach hier schieben, den können wir nach da schieben, den können wir nach hier schieben. Dann ist er möglichst weit aus dem Weg. Den können wir hier hinschieben. Könnten wir dahin schieben und den könnten wir dahin schieben, ja, okay, also speichern wir jetzt mal. Ich meine, wir müssen das ja irgendwie lösen, sonst kommen wir hier ja nicht raus. Aber ich will meinen Quicksave nicht überschreiben. Also, was habe ich gesagt? Mit dem fangen wir an. Nach da. What? Sei mir nicht so laut, du. Diddli. Gut, das Ding ist jetzt da. Dann nehmen wir jetzt den nach hier. Und den können wir dann nach da schieben. Achso, da ist der. Ja, gut. Okay. So, das müsste jetzt, kann ja nicht mehr so schwer sein. Der... Ja, das ist einfach. Hoffe ich. Das müsste reichen. Weiter kannst du auch nicht. Okay, dann müssten wir die jetzt hier... Habe ich mir jetzt den Weg blockiert? Nee, habe ich nicht.
habe ich doch. Moment. Ah, wir können wieder raus, das ist gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier passiert. Gamers will never be the same. Musst du ausgerechnet jetzt Hunger kriegen? Okay, Madame, dann ist jetzt mitten im Kampf was. So, dann können wir das. Yeah. Kleines Combat-Picknick hier. Wieso triffst du nicht? Du hast 170 Milliarden Füße. Okay, ich meine, das ist ja tendenziell ein bisschen albern hier, aber gut. Wie viel seid ihr denn noch? Hey du, lauf mal nicht weg. Oh, hi. Ah, stimmt, ihr könnt auch verletzen, da war was. Deswegen wart ihr so... Na, bleib mal schön hier. Gott, wie viel... Okay. Whatever. Also, wir finden einen Skulky, das ist gut. Herr Kind, dann... Kann keiner mit ansehen. Nochmal Anti-Venom haben wir genug. Ja, hau weg. Gut. Level up kümmern wir uns gleich drum. Tür immer noch offen.
Wie sind die? Ah, die sind aufgegangen, okay. Ist da irgendwas drin? What? Hey, du? Hm. Ach, du kannst da nicht raus. Ha, 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 ha. Gibt es sowas wie ein Kill All Enemies in a Room? In Legend of Grimma? Kann es eigentlich nicht... Doch, gibt es. Bei Bossen zumindest. Kann es aber eigentlich nicht geben, weil die ja auch den Raum verlassen können. The game has no name, it will never be the same. Snake Game, denke ich. Ah. Okay. Ich hasse das. Knöpfe, wo man A nicht sieht, ob... Oh. Ich habe dich hier beleuchtet jetzt. Ah, verstehe. Okay. Müssen wir da noch einen Stein drauf schieben? Ist hier noch einer erschienen? Ne? Okay. Ich höre was. Ich sehe was. Okay. Das war kein Secret, ne? Nee. Okay, der Knopf hat das. Okay. Ja, aber in diesem Fall war es ja der Knopf. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Weiß zwar nicht, was diese Inschrift da bedeuten soll. This game is no name, it will never be the same. Na gut. Okay, haben wir erledigt. Und wir haben Schlüssel, das ist gut. Das heißt, wir können... Also erstmal können wir ja weggehen. Die bleiben... Okay, die bleiben aktiviert. Wir können uns mal... Ich weiß nicht, was ich dir nur geben soll. Athletics. Ich meine, theoretisch... Das Meteor-Set werde ich nicht benutzen. Dafür brauchen wir, glaube ich, Fire Magic. Nee, Meteor Hammer war das. Falls es den gibt, brauchen wir Fire Magic für, glaube ich. Und ich habe da noch eine Waffe. Die braucht die irgendwas? Nur Heavy Weapons 4. Dann brauchen manche Waffen brauchen Critical. Haben wir. Also das Einzige... Es könnte noch sein, dass es irgendeine gibt, die Concentration braucht. Aber ich meine, zur Not arbeiten wir einfach mit dem Ding weiter. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier Athletics. Du auch. Okay. So, das ist... Wo ist jetzt... Andere Seite. Jetzt haben wir genug Schlüssel, ne? Wir haben 1, 2, 3, 1, 2, dann machen wir das in jedem Fall schon mal auf. Das scheint wichtig zu sein. Da geht es ja mein Level runter. Und 3, ja, wir haben genug. Und das sind alle,
Okay. So, ja, mal schauen. Da ist irgendwas. Das war die Apotheke. Ja, und das sind die pharmazeutisch-technischen Angestellten. Ich sehe nichts. Okay. Also, wenn wir nicht wissen, was los ist, machen wir uns unsichtbar. Ah, okay. Moment, der geht da nicht durch? Ha! Okay. Wieder was gelernt. Du bist ein bisschen verwirrt, kleiner Mann, ne? Also kleiner Glumpen. Ja, ja. 61, anständig, kleiner Mann. Kleiner Klumpen. Na komm her. Na komm her. Wer ist ein brennender Klumpen? Okay, da sehe ich ein Pilz, da sehe ich. Da hinschlagen! Pilze! Mehr Pilze! Ein Dreckswort. Antidot hast du? Ja. Antivenom. Potion of Wisdom. Braucht kein Mensch mehr. Wir haben keinen, der knapp beim Levelaufstieg ist. Ja, das lohnt nicht mehr. Nee. Okay, wir haben nur noch einen von den Lockpicks. Das ist ein bisschen dünn. Diese einzelne Healing Potion. Potion of Willpower. Ja, verstehe ich auch nicht. Die Schleime sind da eigentlich, tun doch kein. Naja, gut, doch, sie tun einem was. Aber ich meine, wenn die einfach Türen sind. Also von allen Monstern sind das die putzigsten, finde ich. Also das stimmt nicht, die sind eine ganze Menge putzige Monster dabei. Vor allem welche, die irgendwie sein sollen, aber dann im Endeffekt auch eher putzig wirken. Was will ich hier gerade machen? Ich will hier irgendwas gucken. Hau weg. Okay. Also das war nur ein bisschen Resource. Sieht so aus. Okay. Mann, ich bin ja versucht. Ich meine, Moment, war hier nicht in der Sacrificial Gedöns auch ein Loch? Ja, ein potenzielles Loch. Okay. The God of Blood. Guten Tag. The Great Serpent. Lord of the Sky. Assoziierungs, da geht's noch weiter. Sollte das die Potion, die Essence of Balance sein? Muss sie sein, ist nämlich die einzige, die nur über ist. Wusste gar nicht, dass Balance rosa ist, aber gut. Habe ich einfach vergessen. Ich nehme an, wenn wir. Nee, geht nicht auf. Great Serpent.
Great Serpent könnte Poison sein. Es könnte... Ich meine, das wäre allerdings ganz schön heikel, weil die müssen wir ja nicht mehr haben. Außerdem ist es keine Great Serpent, das ist nur ein Stück von der Serpent. Und genau genommen auch von der Snake. Gibt es eigentlich einen Unterschied, also wird es ja geben, zwischen Snake und Serpent? Schlange oder... Schlange? Okay, er muss ja offensichtlich noch irgendwas machen. Okay, Lord of the Sky. Figurines haben wir auch keine mehr. Was haben wir denn noch für Stuff? Das könnte... Serpent Bracer. Ja, ja, ist doch easy peasy. Schieberätsel gelöst. Mit etwas Vorabüberlegung hat sich herausgestellt, geht das ganz gut. Außerdem ist es immer hilfreich, wenn ich es am Anfang eines Streams mache und nicht am Ende. Dann bin ich offensichtlich noch ein bisschen frischer im Kopf. Also, was haben wir gesagt? Great Serpent. Sky. Lord of the Sky Storm. God of Blood. Feuer? Nee. Meine... Ah, okay. Würgeschlangen und Giftschlangen. Okay, cool. Wieder was gelernt. Gib mal, andere Sprachen sind mitunter... Also gut, im Deutschen gibt es ja Würgeschlangen und Giftschlangen. Also so gesehen ist es nicht so, dass es ungenau wäre, aber... bin ich immer wieder erstaunt, wie manche Sachen... Oder wie bestimmte Sachen in verschiedenen Sprachen ganz unterschiedlich... ganz unterschiedliche Worte haben. Und es in einigen Sprachen eigentlich viel genauer ist als in anderen. Okay, also das war es nicht. Können wir das denn überhaupt schon machen? Was haben wir denn? Also wir haben Serpent, Blood. Wenn wir uns mal sagen, Lord ist bla bla. Also sagen wir hier, Sky ist wichtig. Blood. Serpent, okay. Was assoziiere ich mit Serpent? Das war es nicht. Ich assoziiere mit Serpent Gift. Gift. Wir hätten eine Gift Potion. Ich sollte übrigens beim Nachdenken nicht rumlaufen, dafür verbrauchen wir nur Food. Andererseits bringen wir dazu, unsere Herbs sich zu vermehren. Was die hier in dem Rucksack so treiben, frage ich mich. Also gut, das sind Pflanzen. Ah, wohl, Pflanzen. Ja. Okay, also, wir haben... Blatt wäre vielleicht sowas. Und... Sky, Blue. God of Blood, Rot. Serpent, Grün. Grün haben wir... Ach, gucke, wir haben auch Gems. Das könnte es natürlich auch noch sein. Ist es nicht. Ich meine, es könnte auch noch das sein. Aber das wäre... Das ist dann die nächste Möglichkeit, die wir checken. Wenn wir... Was habe ich gesagt? Lord of the Sky. Sagen wir, das ist... Blue Gem. God of Blood ist ein Red Gem. Und du bist ein Green Gem. Oh yeah.
und Punkt. Wollen wir da runter? Ich meine, da können wir nicht zurück. Hier können wir zurück. Gucken wir erstmal auf dem Feiglingsweg nach unten. Nämlich da, wo wir einen Rückweg haben. Ich meine, jetzt kann gleich eine Wand runter. Hallo? Hi. Okay. Das finde ich ja überhaupt nicht einladend. Oh, das ist, das sieht aus wie eine Rüstung, wie dies, ist das Crystal? Ich glaube, es ist Crystal, dies blaue. Ja, vorher lesen, klar im Vorteil, Crystal Warrior, okay, sagen wir. Okay, das ist, können wir mit einem Dings aufmachen. Immortal Inmates. Moment. Zur Hölle sind wir hier. Immortal Inmates. Find out three versus imprisoned in the Pyramid Dungeon. Ist das hier das Pyramid Dungeon? Under Temple. Könnte das Pyramid Dungeon sein. Passt da vielleicht der Prison Key? Tut er. Okay. Hier ist, glaube ich, die einzige Fackel, die ich bisher in der ganzen Pyramide gesehen habe. The Riddler. Antonyms. Oh. Okay. What? Hi. What the fuck? Guten Tag. Way of the Crystal Warrior. Okay, ja, haha, okay. Mhm. Das ist nicht eine kristallisierte Form von Worfs, sondern hier werden wir... Ja, wir müssen da unten die Dinger machen. Diese Kraftfelder weg, dann kriegen wir das... Kriegen wir die Crystal-Rüstung... Das hieß Crystal Warrior, dann wären wir quasi Crystal Warrior und dann können wir hier durch. Nehme ich an. Was zur Hölle ist das hier? Oh, hier ist auch noch eine Fackel. Zwei, okay. Das ist so ein Empfänger, ne? Da kommen immer Sachen rein. Okay. Okay.
Ihr habt keine Ahnung, was da reinkommt, deswegen ist das jetzt reiner Unsinn, was ich hier mache, aber warum nicht? Wie ging das? So. So. Ja. Hm. Meine Filets sind Rattlesnakes. Filets sind Snakes, sehr giftig. Oder können... Müsste man wahrscheinlich mehr über die Thematik wissen als ich. Okay, also hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Scepter of some kind... Okay. Dupdi-dupdi-du. Wo zur Hölle ist das eigentlich? Das, okay, ist nur das Stück und das sieht nur so komisch aus, weil das immer so aussieht. Okay. Da geht's noch weiter. Oder so. Okay. Geht's nochmal weiter nach unten? Ach du liebe Güte.